Willkommen zurück bei Hearthstone. Ja, heute geht's weiter mit der Jungs, Arena. schaut mal, wer wieder da ist. Ja, genau. Ich habe nämlich direkt nach der letzten Aufnahme, wo ich das Spiel auch beendet habe, nochmal nachgeguckt. Wir haben jetzt übrigens vor, um die nächste Quest zu erledigen, schon 24 von 40 notwendigen Dienern getötet, also mehr als die Hälfte. Und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Und das funktioniert auch. Funktioniert zumindest gestern. Also, komm schon, Spiel, komm schon. Das läuft in letzter Zeit ziemlich langsam. So, da sind wir. Zwei Siege, eine Niederlage und unser komisches Deck mit viel zu vielen Dreierkarten. Ja, wünscht mir Glück. Mal schauen, was daraus wird. Oh, ich bin mal gespannt, wie viele Runden ich da jetzt noch durchhalte. Ob das jetzt mehr wird als die notwendige Anzahl an Fails oder ob das jetzt doch eine längere Geschichte wird. Also, ich habe gegen beides nichts. Natürlich wäre es mal cool, dann richtig abzuräumen. Also ich denke mal, ein Booster-Pack haben wir schon mal sicher. Also können wir dann auch danach nochmal was auspacken. Sollte zumindest drin sein. So, dann schauen wir mal. Jaina gegen Rexxar. Lass die Jagd beginnen. Ihr habt es so gewollt. Ah, und wir ziehen ganz brauchbar, finde ich. Es geht zumindest. Dann testen wir mal unser Glück. So. Ich finde übrigens immer, dass in diesem Spiel die ganzen Animationen oder so, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, dass die den Spielverlauf ein bisschen einbremsen, vor allem am Anfang das. Da könnte man, während die Münze schon noch geworfen wird, generell schon mal so ein paar Sachen da rausnehmen. Jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich hier sinnvollerweise? Ich mache mal das, weil eigentlich kann er damit, was er da auf dem Feld hat, die noch nicht mal in einem Zug platt machen. So, noch nicht mal eine einzige davon. Das kann nur nützlich sein. Und da ich im nächsten Zug noch nicht wirklich was spielen kann, schieße ich ihn einfach mit dem Feuerball ab. So ist der Plan. Oh, und ab 3 kann ich dann neues Monster spielen, bzw. einen neuen Diener spielen, der mir dann auch noch, dass er noch ein zweites Diener-Vieh gibt. Finde ich sehr gut. Hätte ich jetzt auch schon, dann hätte ich den aber am Leben lassen müssen und so. Passt schon. So, mal schauen, was er jetzt macht. Legt euch nicht mit Zorn an! Das gleiche, was ich gleich machen werde. Wunderbar! Da muss ich dann mal gucken, welche Karte hier geeignet wäre, das wegzumachen von ihm. Fügt einem Gegner 3 Schaden zu. Einfach mal sagen, dann machen wir das lieber. Komm, hauen wir hier drauf. Spielen noch die Karte und das soll es dann gewesen sein für den Zug. Gottes Schild haben wir und der kann jetzt einen unserer Spötter platt machen. Das juckt mich aber gerade gar nicht. Notfalls haben wir auch noch den hier. Wenn sie solche Karten vielleicht machen. Oh, zu viel Wildtierbegleiter. Das kann gut sein für ihn, das kann schlecht sein und naja, es geht. Sollte ich mich vielleicht erstmal auf den konzentrieren. Oder was? Ja, wahrscheinlich sinnvoller. Mal schauen, wenn ich jetzt hier 4 habe, dann lieber das hier und dann ich noch kämpfe. Den da drauf, dann ist der schon mal weg. Dann spiele ich meine Münze, um irgendwas zu kriegen und spiele erstmal die hier. Legt euch nicht mit Zahn an. Das war's. Einfach nur um irgendwas auf dem Feld zu haben. Da muss er ja ein bisschen vorausplanen. Und so hat er wenigstens was zu tun, weil wenn er da jetzt nichts platt macht, dann gehst du mir in der nächsten Runde auch schon ein bisschen an die Lebenspunkte. Ich lass die Runde. Oh oh. Das tut weh. Das wird mir jetzt gleich weh tun, mit Sicherheit. Was haben wir hier noch für Karten? Oh Gott. Friert dein Charakter einmal diese Weiß. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich glaube, die sollte ich jetzt gleich spielen. Ja, Kollege. Ein Inhalt Ansturm und 2. Das ist cool. Da
Dann ist das Feld jetzt gleich so gut wie leer. Dann spielen wir erstmal den hier. Gebt mir eine Quest. Und dann den hier. Auf in die Schlacht, Made. Unterstützen die hier. Und machen mit ihr den platt. Bye bye. Wunderhübsch. Und gleich haben wir 6, da können wir auch mal einen brauchbaren Spot rausschmeißen und haben dann auch, ja, ein bisschen die Oberhand auf dem Board. Die Wahrheit ist mein Schild. Shit. Okay, da kriegt dann jedes Mal ein mehr und, was haben wir hier? Können Gegner einfrieren? Ich glaube, das ist gerade sogar sinnvoller. Aber nicht in der Reihenfolge. Wir machen das erstmal so. Gebt mir eine Quest. Und dann so. Und das können wir uns nicht mehr leisten. Aber wir können schon mal sein dämliches Gottesschild wegmachen. So. Das soll erstmal gewesen sein. Mit dem kann er nicht angreifen und im nächsten Zug haben wir noch unsere Spottkarte und ach, ich hätte den jetzt schon platt machen können, aber egal. Ach, ich hoffe mal, dass mir das jetzt nicht zu sehr zum Verhängnis wird. Ich hätte im nächsten Zug natürlich dann ordentlich Schaden machen können, aber ja, dumm gelaufen, zu spät gesehen, passiert halt. Vielleicht kriegen wir jetzt auch im nächsten Zug was richtig Gutes, aber ich glaube, den Spott spiele ich auf alle Fälle erstmal. Das kann nicht schaden. Zumindest mir nicht. Ja, komm, Kollege, mach hin. Ich habe keinen Bock, den ganzen Scheiß jetzt zu überlabern. Das ist auch nicht unbedingt das Wahre. Ich frage mich, ob... Ja, frag dich, aber mach irgendwas. Hat 5 Karten und weiß nicht, welcher spielen soll. Ja. Oh, die ist stark, das fand ich gut. Das wird auch nicht gut, wenn er da jetzt noch was drauf spielt. Das möchte ich nicht unbedingt. Er fliegt. Ja. Ah, Gott sei Dank, unser Zug. Gottes Schild hilft uns da auch nicht weiter und... Ja, ich habe das Gefühl, dass er die gleich pwnen wird. Mit seiner, aber immerhin... besser so als gar nichts. Da kommt es zu dir ab. Dann geht der hier drauf. Quest angenommen. Der geht hier drauf und das war's. Genau. Läuft ja ganz gut, weil so kriegt er den auch, also ist er dann auch platt und ja, die Hyänen muss ich mal sehen, was ich dann halt mache. Aktiviere den Mentalkontrollomat TC-130. Oh Mist. Das war scheiße für mich. Gut gespielt. Danke. Spiele ich gleich die beiden aus, wenn da nichts Besseres kommt. Das ist natürlich jetzt für mich extrem entscheidend. Jetzt kann er natürlich meinen starken Diener ausrotten. Auf in die Schlacht, Made! Ach, er geht direkt auf die Lebenspunkte. Ja. Okay, das ist nicht schlecht. Damit zerlegen wir den. Wir halten da noch einen Lebenspunkt und können dann eins von beiden spielen. Ich glaube, wir machen mal das hier. So, jetzt hat der ab. Und 4 Lebenspunkte, das heißt, wir können den erledigen. Und das wird jetzt leider ein Opfer, aber was soll man machen? Die können sich, nehme ich doch lieber den. So, fertig. Die einer können wir notfalls noch mit einem Feuerball erledigen, falls wir jetzt keine zu starke Karte kriegen. Was natürlich auch irgendwo nicht so schade wäre. Oh Gott, was macht er? Ich bin ein Morgenmuffel. Das ist jetzt nicht das Schlechteste, was hätte passieren können. Ich bin ein Morgenmuffel. Ja. Hauptsache, wir kriegen ein paar Karten. Oh, Ansturm. Ja, er macht natürlich jetzt unseren guten Platz. Du hast fehlgeschlagen. Ja, aber sowas von. Ja, komm, mach irgendwas. So, könnten wir aber dann gleich schon mal das ein oder andere platt machen.
Zumindest das Schaf und den anderen Typen da. Das tut natürlich weh. Ich glaube, es könnte knapp werden. So. Oh. 3. Dann machen wir mal das hier. Spielen unsere Gottesschilde. Lass die Dunkelheit herein. Zerlegen damit das. Und damit das. Das war's. Ja. Oh Gott. Ich merke schon, das läuft nicht gut für uns, aber was soll man machen? Ja, komm schon, zeig irgendwas. Ich will mal wissen, was jetzt hier passiert. Ich bin hebelig, lass mich hier nicht warten. Komm. Ja, denk selber nach. Läuft vielleicht doch nicht ganz so easy für ihn. Ja, jetzt versucht er hier das Gottesschild zu zerstören. Gut, jetzt wenigstens der schon mal aus dem Verkehr. Kommt zwar gleich ein neuer, aber egal. Oh. Ja. Das war dumm, er hätte mit seiner Hygiene besser den Dinger hier im Platz machen sollen, also den anderen von mir. Hätte ich zumindest für sinniger gehalten. Wieder einer mit Gottesschild. Was soll man dann machen? Lass die Dunkelheit herein. Ja, komm, zerlegen wir das Huhn. Und seinen. Und rufen den raus. Das war's aber, weil irgendwie. Hat er mich getötet. Komm, bring's zu Ende, du brauchst mich nur zweimal angreifen, das war's dann. War ein schönes Spiel, aber was soll man machen? Gutes Spiel, hab ich ja glaube ich schon gesagt, oder? Komm mal was nochmal aus den Tiefen des Kraters. Klingt doch mal ein gutes Spiel davor, weil, ja, war ganz gut. Oh, 40 Diener vernichtet, immerhin etwas. Falls wir nichts kriegen sollten, könnten wir nachher vielleicht trotzdem irgendwas hier, Oh, neue Quest. Wirkt 40 Zauber. Okay, das kann dauern. So. Einfach nächstes Spiel, was soll man sonst machen? Hoffen wir mal, dass hier was bei rumkommt. Aber immerhin hier zwei Siege und so, das ist auch schon nicht zu verachten, also... Ich halte in der Arena, gut, ich habe bisher nur ein Spiel gemacht, aber ich habe da auch nicht allzu lange durchgehalten, als ein Sieg eingefahren, dann ist das schon mal ganz in Ordnung, finde ich. Und selbst wenn ich irgendwo lohnt, tut sich das Jaina immer, weil... gegen Malfurion! Da kriegt er generell mal irgendwas drauf. Ihr habt es so gewollt. Okay, die Karten finde ich so in Ordnung, da kriegen wir noch eine. Stufe 3 ist für... Ja, Stufe 4 schaffe ich vielleicht ein bisschen hoch, aber solche Karten habe ich immer gerne auf der Hinterhand. Und natürlich die Münze, die, Ihr könnt nicht vorbei. Das wird jetzt lustig, wenn ich die später spiele, weil die können sich ja gegenseitig nicht angreifen. Ist doch irgendwie auch irgendwo selber, also das gleiche auch, weil... Ob er nun 4 hat oder ich 2 mit 2 habe... Allerdings kann man sein in einem Zug platt machen, meinen nicht. Also mit einem... Mit einer Karte. Ja, was soll man jetzt hier machen? Ein Schuss, ein Treffer. Komm, greifen wir schon mal hier vor. Und ja, das soll es dann gewesen sein für den Zug. Jetzt kann er natürlich selber angreifen, was nicht unbedingt ideal ist. Ich hätte vielleicht doch den Mana-Kristall dafür opfern sollen, dass ich jetzt hier gleich einen... ich habe einen Freischuss, also... darauf auf den gehen und dann gleich im nächsten Zug den Platz machen, habe ich jetzt aber nicht gemacht. Sehen wir, ob das so sinnvoll war. Da brauchen wir trotzdem lange, um die Platz zu machen, also ist das schon irgendwo in Ordnung. Nur es ist halt nicht lang genug,
scheiße nach jedem Zug. Ich hätte mir die Karte genauer ansehen sollen. Ja, jetzt ist guter Rat teuer. Oder auch nicht. Dann machen wir so. Silberhund wird nicht fallen. Mit der angreifen will ich nicht. Das wäre Verschwendung irgendwo. Da kann er besser von sich aus da einen draufschicken und dann dadurch entscheiden, wen er nun platt gemacht haben will. Ob er es beschädigt haben will. Ist halt auch nicht die klügste Taktik, den Gegner sowas entscheiden zu lassen, aber was soll man machen? Weil wenn er den jetzt stehen lässt, dann kriege ich auf alle Fälle seinen Spot in der nächsten Runde platt. Das ist auch nicht zu verachten. Und um den anderen muss ich mich auch unbedingt kümmern. Erinnert euch an Kel'Thalas! Aber auf alle Fälle. Ich werd's versuchen. Ich weiß zwar nicht, was Kel'Thalas ist, aber das klingt gut. So, dann hier. Das war's. Ja, das war's auch. So, und im nächsten so. Ah, das Ding, das ist gut. Geht hinter mir in Deckung. Der muss unbedingt runter vom Feld. Das ist jetzt eine sehr schöne Karte an dieser Stelle, aber ich weiß nicht, ob ich die wirklich spielen sollte, aber... Ach komm, der muss auf alle Fälle weg. Die einzufrieren oder jetzt hier einen... Ja, ich sollte wohl besser auf einfrieren gehen. Puh. Erinnert euch an Kel'Thalas! Ja. Kel'Thalas. Was soll's. Da kann ich im nächsten Zug mit einem Feuerball platt machen. Dann noch ein Schlafspiel und dann ist das auch wieder einigermaßen auf. Oh Gott. Auf einer Ebene. Oder so ein Spot. Also den mache ich jetzt erstmal so platt. Das ist kein Thema. Kann man verstohlene. Den wollte ich. Kann ich als Ziel gewählt werden? Okay, dann halt nicht. So, dann halt den hier als Schaf. Das war's. Ja, gleich spiele ich erstmal einen Spot, das muss dann auf alle Fälle sein. Ich weiß noch nicht welchen. Kann ich beide? Nein, beide geht glaube ich nicht. Das wäre dann was ich bräuchte. Ja, Deckung vernachlässigt. Jetzt macht er mich natürlich ein bisschen kleiner. Ist schon in Ordnung. Machen wir mal so. Was ihr wolle! Machen wir dann so. Legt euch nicht mit Zahner an! Und machen wir dann so. Ich weiß nicht, soll ich im nächsten Zug den bringen oder doch erstmal einen guten Sport? Ich glaube. Erstmal einen guten Sport, weil dann überlebt der auch länger. Oh, ha, der will mir jetzt richtig wehtun. Okay. Ich brauche auf jeden Fall einen guten Spot. Dann nehmen wir den. Die Tore sind geöffnet. Und... Spüre meinen Stahlschwein. Komm, machen wir den hier. Und so. Zwei haben wir noch. Das geht auf die... Geht auch auf den. Hätte ich gleich gesehen. Hätte ich den nicht platt machen können mit der einen. Boah, war das... Habe ich mich da verguckt. Ja. Ich kann mich damit zwar wieder erledigen. Also, weit. Allerdings kann er halt nur diesen einen Schaden machen, den er mit seiner Figur anrichten kann. Das ist ja dumm. Jetzt merke ich, das war doch gerade ziemlich dumm. Ich sollte mehr auf mein Leben achten, das ist ziemlich am Ende. Das tut mir leid. Wow! Gut gespielt. Scheibekleister. Da fiel mir jetzt echt nichts so ein. Boah.
Ja, ich würde mal sagen, das war's dann auch mit der Arena, oder? Das ging schneller als erwartet. Aber egal, jetzt können wir uns unseren Bonus abholen. Ja. Dann hat man das auch mal gesehen. So, mal schauen, was wir jetzt für uns bereithalten. Ah, zwei kleine Päckchen. Gleich heißt es, das Leben aller Diener auf 1. Oh, das ist irgendwo nicht schlecht. Und dafür hole ich den Einbau und ein neues Päckchen Karten. Das packen wir doch eben aus und dann soll es das auch gewesen sein. So, können wir hier nämlich Karten öffnen. Also Packung öffnen. Uns die hier nehmen, draufpacken. Und ich muss sagen, ich bin hiervon eigentlich gar kein so großer Fan. Weil ich habe schon so oft gehabt, dass ich total bescheidene Karten gekriegt habe. Aber ich hoffe mal, dass das jetzt hier mal anders ist. Also ein bisschen Vorführeffekt. Heldenopfer für Paladin. Ich spiele kein Paladin, von daher ist es für mich gerade nutzlos. Selten! Seltene Klasse für alle Karten. Das Huhn. Also, Wutanfall wirkt, soweit wie ich weiß, wenn der Gegner verletzt wird. Dieser Gegner, also wenn der Diener verletzt wird, und dieser Diener hat nur einen Lebenspunkt. Das heißt, jeder Angriff macht diesen Diener platt. Was soll er mit 5 Angriff dann machen, wenn er tot ist? Ich verstehe diese Karte nicht, ehrlich. Wenn da einmal einer eine Idee hat. Ich meine, man kann die natürlich dann schon irgendwo vor ein bisschen hochboosten und so, aber trotzdem bringt das nicht allzu viel. Diese Karte, finde ich, ist der letzte Schwachsinn, ganz ehrlich. So, dann hier für Schurke. Schurke habe ich mal gespielt. Beim Schurkenspiel bin ich grausam. Und zwar im Sinne von schlecht. So, nächste Karte. Paladin mal wieder. Dafür gilt dasselbe wie das hier. Ja. Episch! Oh, aber wieder Paladin. Jedes Mal, wenn ihr einen Diener herbeiruft, erhält dieser 1+1. Und diese Waffe verliert eine Haltbarkeit. Das ist eine Waffe. Ja, genau das meinte ich. 4 Karten, die nicht der Klasse entsprechen, die ich spiele. Wobei ich Paladin vielleicht irgendwann mal ausprobieren würde. Und eine Karte, die ich total nutzlos finde. Also ja, hat sich gelohnt. Und das ist auch so der große Nachteil meiner Meinung nach. Man hat dann diese Packung. Man kann dafür sogar echtes Geld ausgeben. Und das habe ich beim letzten Mal schon gezeigt. Das ist nicht allzu wenig, was man hier rausschmeißen kann. Und wenn man dann so einen Kram kriegt, dann ja, Pech gehabt. Und ich würde mal sagen, das war es dann nicht nur für diese Folge, sondern auch für dieses Mini-Let's Play. Ich weiß nicht, ob ich dazu nochmal was machen werde. Ja, das Spiel hat einige positive Seiten, einige negative Seiten. Es macht auf alle Fälle Spaß, kann ich auch nur empfehlen. Es ist auch Free-to-Play, wie ich glaube ich schon mal gesagt habe. Und falls ihr mal eine Runde gegen mich spielen wollt, hier, der Name direkt dahinter, Hashtag und diese Nummer, dann müsst ihr mal schauen. Man kann auch hier die Leute dazu fügen, die man beim letzten Mal hatte, aber ja. Naja, ich würde mal sagen, das soll es gewesen sein. Ich werde noch die eine oder andere Runde so privat spielen, ohne Kamera, also ohne Aufnahme. Und ja, wir sehen uns dann bei einem anderen Projekt. Oder vielleicht mache ich ja nochmal was. Ich weiß es noch nicht. Bis dann. Tschüss.